Erinnern Sie sich noch an Karl Theodor zu Gutenberg, unser smarter Verteidigungsminister, der inzwischen wahrscheinlich Kanzler wäre, wenn er nicht bei seiner Doktorarbeit etwas gepfuscht hätte. Und wenn ich an ihn denke, dann zucke ich zusammen, weil ich in dem vorletzten Video ja ein Rätsel vorgestellt habe und nicht gesagt habe, woher ich das Rätsel kenne. Ich kenne es von Chris Maslenka. Das ist jemand, der für den Guardian regelmäßig, oder hat das zumindest gemacht, ich weiß nicht, ob er das heute noch macht, Rätsel, oft mathematische Rätsel stellt. Und das Rätsel vom vorletzten Video, das habe ich bei Chris Maslenka gefunden. Ob er es erfunden hat oder wieder von jemand anders hat, das weiß ich nicht. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Ich gebe meine Quelle an, woher ich es habe. Und ich hoffe, dass Chris Maslenka ordentlich war. Und wenn er es nicht selber erfunden hat, dann hat er es von jemand anders. Und das sagt das auch von wem. Ja, ich will das Rätsel heute lösen. Allerdings in zwei Schritten. Es wird zwei Videos geben. Und das erste Video beschäftigt sich mit einer Formel, die der kleine Gauss als Schüler gefunden hat. Der kleine Gauss war frech in der Schule. Dann hat der Lehrer ihm als Strafarbeit gegeben, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Und mehr oder weniger wie aus der Pistole geschossen, sagt der Schüler die Antwort. Er ist erstaunt, er muss es umständlich nachrechnen, der kleine Gauss hatte recht. Es geht um die Summe der Zahlen von 1 bis 100 und wir machen das gleich von 1 bis zu irgendeiner Zahl k. Also sei k natürliche Zahl. Dann fragen wir uns, was ist 1 plus 2 plus 3 plus k minus 3 plus k minus 2 plus k minus 1 plus k. Ja, das fragen wir uns und die Antwort will ich jetzt nicht hinschreiben, sondern die werden wir uns erarbeiten. Ich möchte übrigens einen Tipp geben, wenn Sie meine Videos verfolgen und da findet richtige Mathematik statt und da findet fast immer richtige Mathematik statt, legen Sie sich das, was ein Mathematiker zum Arbeiten braucht, daneben einen Zettel und einen Bleistift oder einen Kuli und schreiben Sie mit. Dann sehen Sie nämlich auch das, was ich immer wegwische, auf Ihrem Zettel vor sich. So, wir analysieren diese Formel in zwei Schritten. Zwei Fälle. Der erste Fall ist, dass k ist eine gerade Zahl. Was bedeutet eine gerade Zahl? Das heißt, sie ist durch zwei teilbar und es ist immer noch das Ergebnis eine natürliche Zahl. Also das heißt, es gibt eine andere natürliche Zahl. Es gibt natürliche Zahl n, so dass k gleich 2n ist. Und jetzt schreiben wir uns für k gleich 2n die Summe auf. Dann geht das so los. 1 plus 2 plus 3 plus, und wir hören hier jetzt mal bei n kurz auf. Und dann setzen wir neu an. Plus n plus 1 plus n plus 2. Naja, und irgendwann kommen wir auf 2n plus, und dann steht da zum Beispiel 2n minus 2 plus 2n minus 1 und zum Schluss plus 2n. Und dann machen wir diese Klammer auch wieder zu. Also wir die ersten n addieren wir und die letzten n-Ziffern addieren wir getrennt. Ja, und jetzt, was der kleine Gauss gemacht hat, ist sehr simpel. Er hat nicht, wie wir das machen würden, wie ich das machen würde, 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6 und so weiter, von unten angefangen, sondern das clevere Bürschchen hat gesagt, ich addiere erstmal die erste und die letzte. Also ich mache das mal deutlich, indem ich hier so einen Pfeil rüberlege
und sage, dass die werden addiert. Ja, dann kommt offensichtlich 2n plus 1 heraus. Und jetzt hat er das mit der zweiten und der vorletzten gemacht. Ach so, 2n minus 1 plus 2, da kommt wieder 2n plus 1 heraus. Also ich mache das mal deutlich. Er hat diese beiden addiert. Und dann diese beiden. 3 plus 2n minus 2. Ah, das ist auch 2n plus 1. Naja, und irgendwann kommt er in die Mitte. Und da kommt auch n plus 1, also 2n plus 1 heraus. Und wie viele Summanden gibt es? Naja, erste und letzte, zweite, vorletzte. Ja, es sind n Summanden. Erste, letzte, zweite, vorletzte und so weiter. N Summanden. Das ist also gleich n mal diesem Ausdruck. Okay. Und jetzt wische ich, lasse diesen Fall hier stehen. Und wir erinnern uns, dass k gleich 2n ist. Und das setzen wir jetzt ein. Dann ist ja 2n plus 1, k ist gleich 2n, das wird dann zu k plus 1. Also setze k gleich 2n ein, dann, ja da stand n mal 2n plus 1, ist jetzt, ich mache es ganz langsam, n mal 2n plus 1 ist k plus 1. Ja, und das n ist k dividiert durch 2. K war ja gerade, können wir durch 2 dividieren. Also kommt da k mal k plus 1 dividiert durch 2 heraus. Also in dem Fall, wo das k gerade ist, ist die Summe von 1 bis k, k mal k plus 1 halbe. Wollen wir mal gucken, was kommt in dem anderen Fall raus? Also nochmal stehen. Also ich schreibe vielleicht nochmal dazu, was das jetzt ist. Das ist die Summe. Haben wir gezeigt, 1 plus 2 plus und so weiter plus k. Das haben wir jetzt gezeigt. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Fall. K ungerade. Ja, und was ist eine ungerade Zahl? Naja, das ist eine gerade Zahl plus 1. Wenn wir über 1 abziehen, dann wird sie gerade. Also, das heißt, es gibt n, sodass k gleich 2n plus 1 ist. Und jetzt machen wir genau wie der kleine Gauss dieselbe Sache wieder. Wir schreiben auf die Summe von 1 bis 2n plus 1, also 1 plus 2 plus 2n plus 1. Und jetzt nehmen wir erstmal die ersten n-Summanden, wie wir das vorher auch gemacht haben. 1 plus 2 plus und so weiter, ruhig plus 3 plus und so weiter plus n. Da machen wir eine Klammer drum. Und jetzt nehmen wir den Fall n plus 1 getrennt und dann summieren wir weiter. Also dann kommt hier als nächster Summand n plus 2 plus n plus 3 plus, ja und am Ende kommt dann, wir gehen ja bis 2n plus 1, dann kommt 2n minus 1 plus 2n plus 2n plus 1. Ja, ich habe die Summe aufgeteilt in die ersten n-Summanden. Ja, weil es ungerade ist, bleibt in der Mitte ein Summand übrig. Das ist das 2n. Ups, das ist das n plus 2. N plus 1, Entschuldigung, das ist das n plus 1.
Und nun summieren wir die ganzen anderen wieder auf. Und jetzt machen wir es wieder kleiner. Gauss. Wir addieren wieder den ersten zum letzten. Da kommt diesmal 2n plus 2 heraus. Den zweiten mit dem vorletzten. Ah, 2n plus 2 plus 2, ach, kommt auch 2n plus 2 heraus. Das verwundert uns jetzt ja schon gar nicht mehr. Und beim nächsten Mal auch. Und wenn wir hier in der Mitte sind, dann kommt n plus n plus 2, 2n plus 2, plus 2n plus 2. Aber jetzt haben wir einen vergessen. Den dürfen wir nicht vergessen, plus n plus 1. Und wieder sind das hier n Summanden, die wir bekommen, indem wir den ersten mit dem letzten, zweiten mit dem vorletzten. Also steht hier n mal 2n plus 2 plus n plus 1. So sieht das diesmal aus. Ja, und jetzt lasse ich das leider, das muss ich das da oben wegmachen. Wir erinnern uns, die Formel war für k gerade k mal k plus 1 halbe. Ich bin mal gespannt, was für k ungerade rauskommt. Ja, also müssen wir das betrachten. Jetzt sehen wir, dass wir hier den Faktor 2 ausklammern können. Also steht da gleich 2n mal n plus 1 plus n plus 1. Ah, da können wir n plus 1 ausklammern. Dann steht da gleich n plus 1 mal 2n plus 1. 2n plus 1 mal n plus 1. Ja, und jetzt rechnen wir das Ganze wieder um. Wir benutzen das 2n plus 1 ist k. Und n plus 1 ist, ja, wenn wir n plus 1 nehmen, rechnen wir gleich schon mal aus. Also erstmal n plus 1 mal k. Ja, und wenn wir das genauer angucken, dann ist n plus 1 gleich k plus 1 halbe. Gleich k plus 1 dividiert durch 2 mal k. Ja, wenn wir die Formel angucken, dann ist k plus 1 gleich 2n plus 2. Und wenn wir das durch 2 teilen, kommt n plus 1 heraus. Ach, und große Überraschung. Es kommt wieder heraus dieselbe Formel k plus 1 mal k halbe. Vorher hatten wir k mal k plus 1 halbe. Und wir schreiben das als Satz hin. Und wir nennen das der kleine Gauss-Satz. Das war sicher vor anderen schon bekannt, aber ich nenne das jetzt mal den kleinen Gauss-Satz, um an diesen schönen Beweis zu erinnern. Kleiner Gauss-Satz, sei k natürliche Zahl, dann ist 1 plus 2 plus 3 plus und so weiter plus k minus 1 plus k gleich k mal k plus 1 halbe. So, und diese Formel ist einmal sozusagen eine, die in der Mathematik dauernd auftaucht und insbesondere im nächsten Video, was ich noch heute machen möchte, wo dann das Rätsel gelöst wird.